Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, ich stehe jetzt hier wieder bei Marlies Farm und neben mir hier der Valiant. Und ja, ich würde die Quest jetzt gerne hier mal weitermachen wollen. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was es mit diesem Valiant jetzt hier nun auf sich hat. Und wir hatten ja in der letzten Quest-Folge uns um ihn gekümmert und ja, ihn versucht zu trainieren. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und ja, mal schauen. So, ihr Lieben, dann nehme ich direkt mal hier die Quest bei bei Marley an. Genau, wer kennt Valiant? So, howdy, Abigail. Ich konnte die letzte Nacht nicht schlafen. Ich bin nur wach gelegen und habe an Butterfly und die Baroness gedacht. Gehen. Es tut mir leid, Abigail, aber niemand hat wegen Valiant angerufen. Kannst du nach Silverglade reiten und fragen, ob jemand was gesehen oder gehört hat? Frage in Silverglade herum, ob jemand Valiant wiedererkennt. Okay. Cool, dann machen wir das doch direkt. So, da wollen wir mal sehen. Ich bin ja immer noch total gespannt, was es mit dem Valiant auf sich hat. Und was ist denn jetzt mit dem richtigen Butterfly? Also, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Da stimmt mir wohl die Raya zu. Macht hier irgendwelche Geräusche. So, da fragen wir jetzt als erstes mal hier Wieden jetzt. Der hat den Bürgermeister hier. Oder Stadtrat oder so. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Pferd sein soll. So, naja. Ach, das wär's doch, wenn wir das be geschenkt bekommen. Fragen wir den mal hier. Ja, das war klar. Ich wette, es hat hier überhaupt keine. Was war das gerade? Ich wette, es hat hier überhaupt niemand Ahnung, welches Pferd das sein soll. Tja. Ist das der letzte, ich glaube, ne? Nee, da haben wir noch. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Hier haben wir noch jemanden, den wir fragen können. Gut, das war's. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Pferd sein soll. Na super. Oh, das wär's doch, ne? Wenn wir das dann behalten könnten oder so. Ach so, wir müssen hier noch Steve fragen. Okay, na, der weiß bestimmt, wer das ist. Na, wie ich es gesagt habe, ich erkenne dieses Pferd wieder. Okay. Wer kennt Valiant? Tja. Hallo, meine Freundin. Dieses Pferd hier erkenne ich wieder. Keine Ahnung, wie der arme Kerl heißt. Ich glaube, er hatte nie einen Namen, aber ich kenne den Eigentümer. Oh, jetzt wird's spannend. Mir fällt nicht ein, wie der Eigentümer des Pferdes heißt, es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Kein netter Mann, oh je. Ich empfehle dir, dich von ihm fernzuhalten. Wie er aussieht? Lass mich nachdenken. Also, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, war er kräftig gebaut und hatte einen braunen Schnurrbart. Aber das ist ein paar Jahre her. Seufz, meine Freundin, du solltest nicht nach diesem Mann suchen. Er ist richtig gemein und es würde mich nicht wundern, wenn er diesen armen Gaul geschlagen hätte. Oh nein! Wo ist denn das Pferd jetzt? Och Mann, der Arme, das tut mir voll leid. Bei Marley? Gut, dann hat der arme Gaul eine Chance, sich wieder zu erholen. Ich schlage vor, dass ihr zuseht, dass das Pferd bei Marley bleibt oder zumindest irgendwo, wo es ihm gut geht. Du solltest das Marley erzählen. Dieses Pferd kann auf keinen Fall trainiert werden. Och Mano. Oh, der Arme. Oh, sie sieht ja hübsch aus hier. Die hier.
Na gut, dann machen wir jetzt zu. Oh Mann, das tut mir voll. Oh nein. Da kommen mir fast die Tränen, ihr Lieben. Da kommen mir fast die Tränen. Ach so, halt, falsche Richtung. Ich bin schon ganz verwirrt jetzt hier. Jetzt weiß ich vor Schreck nicht mal mehr, wo lang. Nee, das ist die richtige Richtung. Okay. So, oh Mann, ich möchte nicht, dass der geschlagen wurde. Oh. Naja, sprechen wir jetzt erstmal mit Marley. Der Arme. Das wäre doch schön, wenn wir ihn behalten könnten und er dann unser Pferd wäre. Und dann könnten wir uns um ihn kümmern. Oh. So. Ein armer Gaul. Okay. Hat Steve Valiant wiedererkannt? Was hat er erzählt? Valiant, das Lastpferd. Okay. Oh, der Arme. Das hier hört sich wirklich nicht gut an. Armer Valiant, dass es solche Menschen gibt. Pfui. Jetzt wundert es mich gar nicht, dass ich Valiant weder zum Springen noch zum Barrel Race bewegen konnte. Das muss ihn furchtbar erschreckt. Ich frage mich, ob er überhaupt schon mal eine Sprungbahn geritten ist. Wir können Valiant auf keinen Fall zu diesen Menschen zurückschicken. Aber ich weiß nicht, ob er sich bei mir hier wohlfühlen würde. Mit den ganzen Besuchern, die dauernd kommen. Ich werde die Baroness fragen, ob er stattdessen bei ihr untergebracht werden kann. Apropos Baroness, ich muss heute mit ihr sprechen. Es ist an der Zeit, ihr von das von Butterfly zu erzählen. Kannst du nicht mitkommen, Abigail? Bitte. Ich weiß nicht, ob ich das alleine schaffe. Ja, natürlich kommen wir damit. Vielen Dank. Ich habe auch ein paar Waren, die rauf zum Weingarten müssen. Ich kann sie genauso gut gleich mitnehmen. Dann spare ich mir einen Weg. Ich weiß nicht, ob ich der Baroness nach dem hier noch in die Augen sehen kann. Kannst du mir helfen, Valiant zu beladen? Ich bin zu nervös jetzt, um das auf die Reihe zu bekommen. Danke. Gut, da müssen wir jetzt. Wo ist denn das Zeug hier? Ja, mit was beladen jetzt? Ach so, da drüben stehen die Kisten. Okay, alles klar. So, super. So, ich glaube, wir müssen das hier so draufziehen. Oder auch nicht. Hallo, warum geht das denn jetzt nicht? Hä? Wartet mal, warum geht denn das jetzt hier nicht? Hey. Hallo? Ah, jetzt, okay. Es war nur nicht die richtige Stelle. Okay, so. Wow, es ist dir gelungen, die Waren ohne Probleme auf William zu laden. Ich bin beeindruckt. Du hast wirklich gute Arbeit mit ihm geleistet. So, dann ist es an der Zeit zum Weingarten zu reiten. Seufzt. Ich würde das hier lieber vermeiden, aber ich habe keine Wahl. Ich muss der Baroness erzählen, was passiert ist. Danke, dass du mit mir kommst. Kannst du den letzten Teil der Lieferung noch auf deinem Pferd mitnehmen? Danke, wir werden alles bei Carney lassen. Ich reite schon voraus. Wir sehen uns dann im Weingarten. Okay. Gut, da müssen wir jetzt. Oh, jetzt ist er schon weg. Hey, wo ist er denn? Ach, das sieht ja lustig aus. Gut, da müssen wir jetzt hier die Waren noch holen. Du kannst nicht alles alleine tragen. Ach so, ich muss erst aufs Pferd, alles klar. Also diesmal muss ich aufs Pferd.
Und jetzt? Ich glaube, hier ist irgendwas kaputt. Ihr Lieben, warum geht denn das jetzt nicht? Warum geht das jetzt nicht? Oh nee, oder? Hä? Da ist irgendein Bug. Jetzt kann ich das ja hier überhaupt nicht mehr. Okay, ich würde sagen, wir reiten mal zur Baroness. Vielleicht legt sich dann das Problem. Komisch, hier ist jetzt nichts mehr, was ich beladen kann. Und Sandmelodie ist auch nicht beladen. Ist ja eigenartig. Okay, ihr Lieben, ich reite eben mal schnell zur Baroness hier. Vielleicht löst sich dann ja hier das Problem von alleine. So, ihr Lieben, jetzt bin ich hier bei der Baroness. Stand das Auto vorher schon da? So, jetzt gucke ich mal, ob das hier funktioniert, weil wir sind ja jetzt hier eigentlich nicht beladen, aber wie gesagt. Nimm einen Sack und lass ihn hier, aber es geht ja nicht. Hä? Und wieso steht er hier in der Luft? Also irgendwas haut doch hier nicht hin, ne? Also irgendwie... Also irgendwas ist hier kaputt, ihr Lieben. Ja, keine Ahnung. Das, es geht einfach nicht. Okay, ihr Lieben, wir machen gleich hier weiter. Ich werde mich mal kurz ausloggen und nochmal einloggen müssen. Ja, bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben, das hat jetzt geklappt. Also ich habe mich jetzt, wie gesagt, nochmal ausgeloggt und nochmal eingeloggt neu. Und ja, da habe ich die Quest jetzt nochmal angenommen. Und diesmal bin ich auf dem Pferd sitzen geblieben und jetzt klappt das hier, wie man sieht. Ja, jetzt habe ich auch diese Pakete halt hier drauf, ne? Da ist das vorher ein bisschen wie ein Bug oder so gewesen. Weil jetzt steht das Pferd hier auch nicht in der Luft. Komisch, ne? Na gut. So, jetzt hat es ja geklappt. Da können wir jetzt ja hier wunderbar weitermachen. Erwartet, ich mache kurz mal ein... Mach mal ganz kurz ein Bild. Na, komm schon. Komm schon. So. Fertig. Gut, dann sprechen wir mal jetzt hier mit dem Corny. Aha, Marley ist... mit dir gekommen. Dachte nicht, dass sich der Feigling hierher traut. Nachdem er das Pferd der Baroness verschlammt hat. Oh Gott. Die sehen wirklich gleich aus. Was verrät ein Auto? Marley und ich müssen kurz ungestört reden. Übrigens, Herr Anvir ist hier. Du weißt, er hat mir geholfen, Butterfly zu transportieren, bevor dieser Taugenichts Marley ihn verloren hat. Das ist sein Auto, das dort hinten steht. Das Violette. Du wolltest doch mit ihm reden. Geh hin zu ihm, dann wirst du sehen, dass er ein ehrlicher Mann ist. Du kannst nachsehen, ob sie im Auto sitzen. Ansonsten musst du warten, bis sie wieder zurückkommen. Oh, sieh nach, ob Herr Anvir in seinem Auto sitzt. Oh je. Jetzt wird's spannend. Moment, das hier ist seltsam. Okay. Es sieht so aus, als ob niemand im Auto sitzt und du wirfst einen Blick durch die Scheibe. Aber was ist das hier? Das sieht doch aus wie ein Farbeimer und am Rücksitz liegt etwas, das aussieht wie die Papiere von einem Pferd. Ein Pferd, das Butterfly zum Verwechseln ähnlich sieht. Du überlegst, ob du die Autotüre öffnen sollst und genau in dem Moment, als du den Griff berührst, hörst du Schritte hinter dir. Oh je, nein! So. Was
sind das denn für welche? Okay, jetzt sprechen wir mal mit denen. Und was haben wir hier für ein junges Fräulein, das bei meinem Auto herumschnüffelt? Ach so, du schnüffelst gar nicht, sagst du. Na dann. Ja, es stimmt, mein Kollege Karl und ich haben ein Pferd von hier zu Maris Farm mitgenommen. Aber nein, was sagst du da? Ihr habt den Verdacht, dass das Pferd ausgetauscht wurde? Wer würde so etwas machen? Du glaubst nicht, dass dieser Mali das Pferd mit einem anderen verwechselt hat? Also, wenn es nach seinem Bruder geht, dann ist dieser Mali ziemlich verwirrt und kann nicht mal auf seine eigene Nase aufpassen. Haha, ein bisschen übertrieben, aber so hat Carney ihn beschrieben. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ich hoffe, dass ihr das Pferd bald findet. Wir müssen weiter. Wir haben jede Menge zu tun, bevor unser Boot kommt, um uns heute Abend abzuholen. Karl und ich reisen viel. Wir schlagen unser Lager meistens am Wasser auf. Sehr praktisch. Sehr bequem, um überall hinzureisen. Wenn es nach mir geht, ist es viel besser, über Wasser als über Land zu reisen. Aber du, viel Glück. Ich weiß, dass es nicht hilft, aber nimm ein paar Mandarinen. Karl hat sie gekauft, obwohl ich ihn ausdrücklich um Orangen gebeten habe. Dieser Idiot, ich meinte, so etwas kann man leicht vergessen, haha. Ach, wir bekommen hier sogar wieder schönes Futter jetzt, tatsächlich. Bitte sehr und viel Erfolg mit dem Pferd. So, ihr Lieben, okay, ich würde sagen, dann machen wir das Ganze jetzt an dieser Stelle erstmal Stopp. Und dann wollen wir mal schauen, wie das jetzt hier mit den Typen hier weitergeht. Oh, die haben bestimmt was Böses, also die führen bestimmt was Böses im Schilde. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, seid dann in der nächsten Folge, dann im nächsten Video wieder mit dabei. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben!